Land Israel, also die damaligen Palästina, da gab es keine Erdgräber wie bei uns. Ja? Genau, da gab es Steingräber, ne? Das war wie so eine Höhle. Und wenn besondere Leute waren, also dann waren das kostbare Gräber, da wurde in jede Höhle nur ein Leichnam beigesetzt, ein Toter. Aber für einfache Leute gab es Höhlen und da kamen viele Verstorbene rein. Und an dem Tag, an dem Jesus gestorben ist, da war das wichtig, das war nämlich ein Sabbat oder ein Tag vom Sabbat. Ja. Und da durften die nicht weit weg und da mussten die ein Grab nehmen, das in der Nähe war. Und da gab es diesen Josef von Arimathea, der hat gesagt, hier, ich habe ein richtig gutes, schönes Grab ganz hier in der Nähe und ich bin bereit, dass Jesus da halt beigesetzt werden darf. Da wurde der schnell in Tücher gewickelt und da rein und wurde begraben. Und dass das alles schnell gemacht wurde, das erkläre ich euch gleich, aber erst beten wir das Gebet zu dieser Station. Gar nicht, dass das Gebet so schön passend formuliert ist zum Übergang. Also, Jesus wird vom Kreuz abgenommen, in das Grab gelegt und jetzt in dem Gebet wird schon davon gesprochen, dass wir glauben und hoffen, dass Jesus durch seinen Tod auch uns ewiges Leben schenkt und wir dann nach dem Tod weiterleben können. Und jetzt war es so, also der war in diesem Grab ganz in der Nähe und die hatten den einfach nur schnell eingewickelt. Ja, was ist Jakob? Hast du verrückt? Na, dann sag. Genau, die durften das an dem Sabbat nicht anders machen. So, und jetzt, nach dem Sabbat, als der rum war, da haben dann Frauen gesagt, so, aber jetzt dürfen wir das alles in Ruhe machen. Jetzt nehmen wir frische Tücher, frisches Öl, gut duftendes Öl und bringen das jetzt zum Grab und salben den Leichnam und tun den schön herrichten und dann kann er richtig gut begraben werden. So, aber als die Frauen da hinkommen, was ist denn da los am Grab? Das wisst ihr alle, Gott sei Dank. Helena, komm. Das Grab war leer und der große Stein davor war weggemeldet. Und wer stand vor dem offenen Grab? Wer stand da? Wer stand da? Maler. Ein Engel. Und der Engel hat gesagt, ihr Frauen, was sucht ihr den Gekreuzigten hier bei den Toten? Jesus ist nicht mehr tot, sondern er ist. Thank you.
Sonntag um 15 Uhr in Wahrheit zum gemeinsamen Gottesdienst. Und vielleicht machen wir es so, also ihr braucht nicht viel früher kommen. Kommt wirklich erst so die letzten 5 Minuten, damit die nicht schon eine halbe Stunde hinter sich haben, bevor wir überhaupt anfangen. Also das wäre so meine Idee und meine Bitte. Also natürlich nicht nach 3 kommen, aber wenn wir um 3 Uhr anfangen können. Thank you.